So, perfekt. Perfekt, es regnet wirklich. Also das ist wie bestellt und nicht abgeholt. Ihr wundert euch vielleicht gerade, wo ich bin. Bei der letzten Folge haben wir gerade den Zugang gesprengt, wo wir zum Nordstamm wollten. Und jetzt stehe ich im Regen, in einem Sumpf. Ja, das Problem ist, ich habe gestern tatsächlich eine Folge aufgenommen. Die sollte heute hochgeladen werden. Heute kam kein Video, wenn es euch aufgefallen ist. Oder gestern für euch. Jedenfalls konnte ich das Video nicht hochladen, weil die Aufnahme gecrashed ist. Und ich habe wirklich vieles versucht. Ich habe es nicht reparieren können. Deshalb zeige ich euch jetzt so ein bisschen in einem kleinen Rückblick, was ich alles so gemacht habe in der letzten Folge, die niemand sehen durfte. Naja. Okay. Und damit let's go. Also, erstmal sind wir ja hier unten, da wo meine Maus gerade ist, wo mein Cursor ist, durch diese Sprengung in das neue Land geraten. Das neue Land ist so sehr viel Prärie, sage ich mal. Wenig Bäume, also außer hier im Sumpf, da sind sehr, sehr viele Bäume. Aber hier so zwischendrin sind alles nur diese Sträucher, die man mit einem Axtschlag sozusagen erlegt. Und da kommt dann ein Holz raus oder zwei, wenn man geskillt ist. Ansonsten ist hier sehr viel Wiese und so. Und hier in der Mitte ist der Altar. An dem Altar habe ich jetzt hier schon ein bisschen was gebaut, das zeige ich euch gleich. Und ja, also es gibt hier keinen Bambus. Fehlende Ressourcen steht ja hier oben, Bambus und große Blätter. Ansonsten gibt es hier eigentlich alles in Hülle und Fülle. Es gibt gelbes Gras, es gibt Äste, es gibt Holz, es gibt diese neuen Pilze. Es gibt an speziellen Spots, wie auch an der Sprengstelle, wo wir waren, diesen Schieferstein, der für die neuen Gebäude, die man hier baut, also eins habe ich schon freigeschaltet, auch essentiell ist, die wollen viel Schieferstein. Ja, und ansonsten habe ich jetzt hier von der Region auch noch nicht so viel gesehen, sondern erstmal so ein bisschen Quests gemacht und gebaut. So, wenn man dann hier der Questreihe folgt, einen neuen Stamm zu entdecken, kommt man hier ziemlich schnell am Altar an. Das ist wie, ja, wie so ein Ring aus Ruinen, Zäunen und kleinen Feldern und so. Also das sind alles Hütten, die mal irgendwann benutzt wurden, aber jetzt komplett verfallen sind, die man leider auch nicht abbauen kann. Schade. Und hier kann man so ein bisschen, so im Prinzip ringförmig drumherum laufen. Hier habe ich schon ein paar Gebäude gebaut, unter anderem einen Marktplatz, eine Sammlerhütte, meine Werkstatt, ein Lager und in der Mitte dieses Rings haben wir halt den Altar. Den konnte ich jetzt schon für zwei Upgrades verwenden, aber ich glaube, für die nächsten muss ich den Altar ausbauen. Und das ist jetzt meine aktuelle Quest, wie wir es in der Wüste auch kannten, mit diesen komischen Lehmdingern, mit dem... Oh, Entschuldigung, ich trinke Cola. Ich habe solche Rülpsattacken hier. Mit dem Lehm und dem Lederzeug da und so. Das müssen wir jetzt hier mit Bambus und Ranken machen. Das können wir auch gleich mal machen. Ja, ansonsten habe ich jetzt hier noch ein neues Gebäude gebaut und da gehen wir jetzt mal hin. Das gucken wir uns mal an. So, da sind wir auch schon hier im Sumpf, habe ich die sogenannte Farmhütte gebaut. Das ist eine Hütte, in der eine Person dann hier runter geht und unten im Wasser Pflanzen erntet. Ich habe jetzt bis jetzt noch nicht herausgefunden, wie ich das machen kann, weil irgendwie ist das anscheinend nur eine NPC-Sache, diese Pflanzen hier zu ernten aus dem Sumpfwasser. Und aus diesen Pflanzen können wir in der Kochhütte, die ich auch gebaut habe schon, Nahrung herstellen. Also der braucht diese, der erntet diese Pflanzen und die Kochhütte stellt daraus diese, was ihr hier unten habt bei mir, oder hier im Inventar, diese Essensrationen. Die stellen die daraus her. Und das ist jetzt die einzige Möglichkeit, hier in diesem Land an Essen zu kommen. Ich habe schon überlegt, ob man vielleicht Essen hierher importieren müsste. Aber wir haben ja durch die Farmhütte auf jeden Fall eine Möglichkeit, diese Pflanzen da zu ernten. Ich habe mich am Anfang ein bisschen schwer getan. Das wird auch einem nicht erklärt oder ich habe es nicht gelesen. Ich bin dumm, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn man diese,
diese Farmhütte baut. Alter, Digga. Farmhütte. Zeig dir der unten an, wie bei der Sammlerhütte, wie viel Entfernung hast du zu den Ressourcen und wie viel Prozent würden da jetzt geerntet werden, wenn ich die da hinstellen würde. Also wie effizient wäre die Hütte, ne? So. Und es hat einem niemand erklärt, oder wie gesagt, ich habe es nicht gelesen, wo man diese Farmhütte hinstellen soll. Denn ich hatte einfach das, was ihr jetzt seht, unten Pflanzen 0% und wusste nicht, wo soll ich die denn hinstellen? Musste erst irgendwie was anbauen, damit der Pflanzenprozent hat oder sowas? Oder muss ich sogar hier unten im ersten Gebiet, wisst ihr noch, diese Felder mit den Truthähnen? Da dachte ich zuerst, das sind bestimmt diese Pflanzen, die geerntet werden müssen und ich muss die Farmhütte, die ich hier erforscht habe, da hinstellen, damit ich das importieren kann, damit ich hier Essen herstellen kann oder sowas. Und bin dann selbst da nochmal hingereist und habe gemerkt, nö, das sind auch nicht die Pflanzen. Bis ich dann irgendwann mal hier in den Sumpf reingelaufen bin, habe ich eine ganze Weile für gebraucht und hier unten die ersten Prozentzahlen gesehen habe. Und dachte so, wow, okay, hier sind also Pflanzen und habe im Prinzip dann meine erste Hütte hier direkt dahin gebaut, wo 100% waren. Das heißt, die ist jetzt auch ein bisschen weiter weg vom Dorf als der andere Bums. Also minimal, aber ist es okay. So, wir reisen jetzt wieder zum Altar, denn den muss ich aufbauen. Habe ich irgendwas vergessen, euch zu erzählen? Auf jeden Fall ist hier so eine Priesterin oder sowas. Also es gibt keine Älteste, sondern es ist eine Priesterin. Die sind hier sehr religiös und beten den Feuerberg an da hinten. Wieso eigentlich die anderen Stämme auch? Wir sind irgendwie ja von der Lore her irgendwie jemand, der angeschwemmt wurde und irgendwie das Meer und den Wind anbetet oder so. Keine Ahnung. Also deswegen waren die ersten Mal hier nicht so begeistert davon, dass ich hergekommen bin. Und dann mussten wir mit einem Jünger sprechen. Also es gibt ja anscheinend so das, was vorher die Ältesten waren, sind diese zwei, Priesterin und Jünger, mit denen wir abwechselnd sprechen mussten in der Questreihe bis jetzt. Und ja, ich überlege noch, ob ich sonst irgendwas vergessen habe, was ich im letzten Video gemacht habe. Aber nö. Ja, seid ihr erstmal auf dem neuesten Stand. Und das ist eine Aufnahme passiert, die leider verloren gegangen ist. Naja. Bauen wir mal den Altar fertig. Ich hoffe, dass dieses Problem nicht mehr so oft passiert, dass mir die Aufnahme abschmiert. Ich habe ein paar Sicherheitsvorkehrungen jetzt getroffen, die auf jeden Fall dabei helfen werden, dass es nicht mehr passiert. Ja, und ich hoffe, da geht halt nichts mehr schief. So, wir haben den Altar wieder aufgebaut. Jetzt müssen wir die Priesterin wieder quatschen. Die ist gleich hier unten. Hier ist auch wieder das sumpfige Wasser schön um den Altar. Können wir auch wieder schön sumpfiges Wasser trinken. Lecker, lecker. Hier ist die Priesterin. Mich stören halt diese zerfallenen Hütten. Ich würde die gern abreißen und neu bauen. Du hast einen wundervollen Schrein errichtet. Ich bin mir sicher, deine Götter und der Feuerberg werden zufrieden sein. Ich biete meine Hilfe an. Nun, ich höre, du möchtest die gesamte Insel vereinen. Das bedeutet, dass du zum südlichen Stamm reisen wirst, mein Bruder. Ist noch bei ihm. Er weigerte sich, uns zu folgen, als wir unser Floß bauten. Wenn er noch lebt, er war jung, er wusste es nicht besser. Er blieb beim Südstamm. Wenn du ihn findest, sag ihm bitte, dass ich überlebt habe. Werde ich. Vielen Dank, Baumeister, jetzt bist du wirklich Teil unseres Stammes. Du kannst nun auf unsere Ressourcen zugreifen und unsere Männer befehligen, solange der Jünger nichts dagegen hat. Ich danke dir. Jetzt müssen wir mit den Jüngern sprechen. Aber ich würde ganz gern noch... Wir haben gerade so ein bisschen das Problem, dass wir keine Leute haben. Ich würde ganz gern hier eine mittelgroße Schläferhütte bauen. Und mal gucken. Da vorne ist ein Speer. Sehr gut. Den hatten wir bisher eben auch noch nicht. Also der ist gerade eben freigeschalten worden. Der Speer.
damit wir mit seiner Hilfe neue Leute finden. Und dann müssen wir die Eco hier so ein bisschen in den Griff kriegen in dem Dorf. Dass die hier auch ein bisschen autark funktionieren. So, jetzt brauchen wir schon wieder Ton. Ich reise mal ganz schnell hier rüber. Oder haben wir vielleicht im Marktplatz, war ich schon so schlau, in den Marktplatz Ton zu liefern? Nee, im Marktplatz selber haben wir erstmal nur große Blätter. Na gut. Aber wenn ich nicht so schlau war, dann sei doch jetzt bitte so schlau. So, hier stellen wir einen ein. Schlafplätze 29, Bevölkerung 32. Ah! Wir haben neue Leute bekommen. Ja, nice. Okay. Ton. Bitte liefern Sie. Wie sieht es in der Produktion zurzeit aus? Stell mal hier bitte groben Speer her. Wir müssen da auch Äste hinbekommen. Ah, da muss ich gleich mal Äste hinliefern. Das mache ich gleich. So. Der hat hier genug Speere. Mach mal große Axt, bitte. Oder? Nee, wir brauchen eigentlich keine Äste hier mehr. Mach mal grobe Hacke. Haben wir kein Holz mehr. Lol. Also die brauchen Äste, die brauchen Holz. Farmhütte hat auch keine Hacke mehr. Sammlerhütte hat kein Messer mehr. Okay, sehr viele Baustellen. Reisen wir erstmal hier hin und geben unser Holz ab. So, die brauchen jetzt Äste. Ja, ja, die haben auch richtig viel Holz. Da werde ich mir was abzwacken von. Oder alles mitnehmen? Nee, ich lasse denen ein bisschen was. Aber so 100 nehme ich mit. Und 60 Äste dürft ihr haben. Sehr gut. So, wie sieht's jetzt aus? Die bauen, bauen, bauen. Die erste Hacke ist auch ready. So, jetzt können wir die Schlafhütte weiterbauen. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Ton dafür. Habe ich eigentlich die größere Schlafhütte? Ja, oder? Ja, wenn der Ton ist, muss das ja die größere sein. 29 Ton, das schmeckt doch. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz in den Stamm. Jetzt haben wir die Schläferhütte gebaut. Wir haben Schlafplätze 34, Bevölkerung 32. Schön. Drei untätige Stammesangehörige. Auch schön. So, wir haben jetzt hier... Ja, wir brauchen eine Werkzeughütte. Eine Werkzeughütte wäre sehr gut. Oh, wir haben keinen Bambus mehr. Wo könnten wir noch Bambus haben? Guck mal ganz kurz ins Wüsten. Ins Wüstendorf. Jetzt, das ist jetzt so ein richtiges Hin- und Hergespringen hier, ne? Hier haben wir keinen Bambus mehr. Schade. Dann farme ich den drüben im Dschungellager. Ich glaube, da gibt es auch keinen Bambus. Zumindest nicht im Lager. Ich glaube, weil wir das exportieren. Exportieren wir Bambus? Nee, noch nicht. Noch nicht. Dann gucken wir mal ins Lager. Vielleicht ist da was. Ansonsten fäll ich noch ein bisschen was am Bambus. Ja, die sollen Bambus fällen. Aber die haben noch keine Axt. Naja. Ist okay, dann mache ich selber. Aber auch recht viel Bambus. Die Werkzeugmacherhütte, ne? So. Einen Hammer brauchen die. Dann nehmt mal meinen, bitte. Lagerhütte 3. So. Das machen wir gleich in der Übersicht. Und dann stellen wir mal einen ein. Was brauchen wir? Ein Messer ist schon mal gut. Messer ist schon mal sehr gut. Tun wir mal gleich ins Lager.
Wo ist das Lager? Da hinten, glaube ich, ne? Neben meiner Hütte hier. Ein paar Schiefersteine nicht, sondern die hier, blauer Stein. Die hauen wir da rein. Dann können die erstmal arbeiten. Ein bisschen Holz kriegen die von mir. Ein bisschen Bambus kriegen die von mir. Gelbes Gras. Große Blätter. Damit einfach der Werkzeugfluss läuft. Ein paar Äste. Aber es sollte erstmal funktionieren. Wir müssten gleich Messer herstellen. Und dann können die, die Sammlerhütte kann dann erstmal Pilze sammeln. Die werden, denke ich mal, noch auf jeden Fall wichtig. Oh, ich habe hier noch keine Kochhütte, ne? Die wäre noch wichtig. Stimmt. Ich habe noch keine Kochhütte, weil ich den Speicherplatz... pass auf. So. Ich habe in der letzten Session, die kaputt gegangen ist, eine Hütte gebaut und habe danach gesagt, speichern und Spielende. Und jetzt habe ich den, als ich angefangen habe, wieder den Autosave geladen. Ich dachte eigentlich, das Spiel ist so klug und macht und listet die Autosaves auf. Den hätte ich im Prinzip da anfangen können und wir hätten gar keinen... Ich hätte gar nicht so viel erzählen müssen am Anfang des Videos, weil ich das einfach nochmal gespielt hätte. Aber er überschreibt immer den Autosave. Das ist mega dumm. Also er macht einen Autosave und beim nächsten Autosave überschreibt er diesen Autosave. So. Und ich habe diesmal diesen Autosave geladen und da war die Kochhütte noch nicht errichtet. So, dafür brauchen wir Ranken. Lass mal die Ranken im Lager und sammeln mir hier ein paar Ranken. Die gibt es nämlich genug. Echt nicht? Okay. Was wir mal probieren können, ist diese großen Steine hier abzubauen. Wie viel kriegen wir daraus? 10. Ja, nice. Was wollte ich eigentlich machen? Ranken sammeln, ne? Gibt ja irgendwie nicht so einen schönen Spot zum Ranken sammeln. Habe ich jedenfalls noch nicht gefunden. Deswegen nehme ich mir hier nochmal ein paar raus. Und die Steine könnt ihr haben. Kochhütte. Die verschlägt viel Bambus. Das weiß ich noch. Weil die hat diesen geilen Strudel nach hinten raus. Aber in der Kochhütte können wir halt dann sagen, hier aus den Pflanzen, mach mal bitte dieses Foodzeug. Guckt euch doch mal an, das ist doch Verschwendung, so viel Bambus, oder? Oder hat das hier irgendeinen Sinn, dieses Ding? Wahrscheinlich zum der Rauchabzug oder so. An der Feuerstelle. Och nö, stimmt, das wollte ja auch so viel Holz haben. Und hier vorne noch, können wir noch was hacken? So, jetzt haben wir die Kochhütte fertig. Jetzt können wir hier auf Essensrationen gehen mit Pflanzen. Genau, dann macht er aus dem Essen. Top. Wir stellen einen ein. Aber wir haben jetzt das Problem, wir sind schon out of food. Dann gebe ich da jetzt schnell mal mein Food rein. Damit die was haben. So, okay, wir gucken mal ganz kurz in die Eco, ob alles soweit passt. Hier oben muss noch ein bisschen was angepasst werden. Die brauchen noch extra, damit die endlich Bambus ernten können. Ansonsten, wie sieht es sonst so mit den Werkzeugen aus? Ist eigentlich okay. Holzfällerhütte lohnt sich auch nicht. Wirklich. Wir können ja von den anderen Dörfern immer wieder Holz holen. Werkzeugmacherhütte haben wir hier auch hergestellt schon. Eigentlich sind wir hier mit dem Dorf schon am Limit. So, Pilzbräu brauchen wir 8, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. 8, genau. 1 haben wir jetzt. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Tonschalen und für Tonschalen brauchen wir Ton. Also, warte mal, importieren wir Ton? Ja, tun wir. Dann gucke ich mal ganz kurz in den Marktplatz rein. Ton haben wir 32. Okay. Haben wir auf jeden Fall genug Ton für die Pilzbräu-Dinger. Jetzt brauchen wir nur noch Pilze.
Aber ich denke, Entschuldigung, dafür haben wir auch genug. Und dann gucken wir mal, was wir für Ressourcen brauchen, um Gewürze herzustellen. Das wird ja dann noch die Eco beanspruchen in diesem Dorf. Gewürze herstellen. Und eventuell auch gewürztes Fleisch herstellen, weil das ist ja dann länger haltbar. Länger haltbar. Das andere verdirbt auch nicht, aber gewürztes Fleisch können wir exportieren. Und ich glaube, das ist das Ding für Dorf 4. Wir müssen Fleisch da importieren. So, Feuer! Gewürze freigeschaltet. Schön, schön, schön. Noch irgendwas freigeschaltet? Gewürzte Essensration freigeschaltet. Wichtig, wichtig. Das wird sicherlich auch eine Quest sein, die wir jetzt schon erfüllt haben. Steinmetzhütte. Steinmetzhütte. Steintotem. Ja, es ist sehr gut. 75% mehr. Was macht das hier? Große Schlafhütte. Ah. Interessant, interessant. Und das letzte macht Obsidian. Okay, Obsidian Perlen, Obsidian Statuen. Dass wir Obsidian abbauen können. Na gut. Gucken wir mal, was wir jetzt für Gewürze brauchen. Wie wir Gewürze herstellen. Ich vermute ja, aus Kräutern und aus Kräutern und Pilzen, vermute ich. Aber wir gucken mal. Gewürze. Ach, nur Kräuter. Ah, okay, okay, okay. Kräuter. Können wir Kräuter sammeln? Wenn wir jetzt hier sagen, wir sammeln keine Pilze. Aber nee, lass mal Pilze sammeln. Lass mal Pilze main sein. Weil sonst haben wir ein Problem. Du stellst mal grobe Hämmer her. Wie sieht es hier mit dem Werkzeug aus? 4 Messer. Kann noch ein bisschen. Also da geht noch was. Hier haben wir 4 Messer und 2 Hämmer. Er ist auch gerade runtergegangen, Messer. Na, da geht auch noch was. Dann reise ich mal zum ersten Dorf und besorge mir hier ein paar... Ach nee, Kräuter haben wir ja auch da gehabt, ne? Na komm, ich reise zurück. Kräuter haben wir auch hier. Dumm. Haben wir direkt im Lager haben wir hier Kräuter. Hier vorne wird es angebaut. Auf den Feldern. Da sind auch Pilze. Hier gibt es gelbes Gras. Und irgendwo... Gab es doch hier auch Kräuter. Ja, hier, guck mal, guck mal. Stell erstmal eine große Menge selber her. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt brauchen für gewürztes Essen. Ich wahrscheinlich nur Kräuter und Essen. So, einfach mal 200 Kräuter gesammelt. Dann verwursten wir das Zeug mal. Das wird jetzt bestimmt ewig dauern, mit der Hand herzustellen. Hä? Was? Das dauert ewig. Ich hab's ja gesagt. Also 150 Kräuter zu Gewürzen zu machen. Ich habe jetzt schon den handwerklichen Rang, dass ich 14 auf einmal herstellen kann. In der Leiste da unten. Ihr seht's gerade nicht, aber da. Eigentlich sind da so, weiß ich nicht, wenn man anfängt mit dem Game, vielleicht so 8 oder so. Aber ich kann bis zu 14 hochstecken, weil ich den handwerklichen Rang habe. Ich hoffe, das geht auch ein bisschen schneller. Ich würde gerne was essen. Hallo. Gib mir mal bitte 6. Sehr gut, nehme ich mit. Und ihr kriegt die Gewürze hier rein. Und jetzt gucken wir mal... Können wir in der Kochhütte irgendwas mit Gewürzen? Gewürzte Essensrationen. Ah ja. Na gut. Können wir das also auch tun? Ja.
Ich mache beim nächsten Mal dann mit der Quest weiter. Mal sehen, was der jetzt von uns will. Es kann sein, dass wir jetzt auch wieder kurz davor sind, zum nächsten Stamm zu gehen. Es geht immer schneller, weil man natürlich zwar hier eine Eco aufbaut, aber schon zwei bestehende Ecos hat und eigentlich sehr viel Ressourcen. Darum geht das ja also relativ schnell, dass man so ein bisschen durch das Endgame jetzt hier sprintet. Ich hoffe, dass das im vierten Dorf noch ein bisschen Content mit dazukommt, aber wir sind ja noch nicht da. Also alles ganz ruhig. Mal sehen, was der Jünger jetzt von uns möchte, aber im nächsten Video. Ich würde sagen, das war's für diese Folge mit Tribe. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da und vergesst das Abo nicht. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.